So, herzlich willkommen zurück. Es ist mittlerweile 0 Uhr 18. Holy shit. Eigentlich sollte ich längst im Bett sein. Na, fuck off, ist Wochenende. So, was mache ich hier gerade? Das ist vollkommen falsch. Ich wollte doch eigentlich das Terminal öffnen. Gib dir hier einen Danke. Das da. So. Achso, übrigens, nochmal auf die Systematik, nicht Systematik, sondern Thematik. Weil es irgendwie doch scheinbar ein bisschen unklar ist, warum ich das Ganze in 4K veröffentliche. Also, nochmal zum Mitschreiben. Meine Videos lade ich nicht deswegen in 4K hoch, weil ich in 4K aufnehme oder man sich das Ganze in 4K an, also auf einem 4K-Monitor angucken soll, sondern das 4K ist dazu bestimmt, dass man sich diese 4K-Version auf ganz normal auf einem Full-HD-Monitor anguckt, weil auch in einem Full-HD, also auf einem Full-HD-Monitor, also 1080p-Monitor, sieht die 4K-Version einfach erheblich besser aus als die Full-HD-Version, einfach weil YouTube die Videos so stark komprimiert. Und dementsprechend habe ich mir halt gedacht, okay, wenn YouTube halt die Full-HD-Version so scheiße runter komprimiert, dann erstelle ich einfach aus dem Original Full-HD-Material 4K-Material, dass man sich das Ganze als 4K anguckt, damit, wenn YouTube dieses 4K runterkomprimiert, es halt immer noch so qualitativ hochwertig ist, dass, wenn man das Ganze dann auf einem Full-HD-Monitor anguckt, man immer noch sehr gute Qualität hat. Ja? Ich hoffe, es ist jetzt soweit alles. Ja. Ein Hühnchen. Ah. Die fliegende Keule. Oh, mega. So. Hallo? Ich hätte dich gerne. Ja, gut. So. Genau. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. So. Und der hängt aber gerade ganz schön hinterher. Ist gerade mein Internet so scheiße? Mal kurz, mal hier. Ja, ist ganz schön, hängt ganz schön hinterher. Machen wir nochmal hier so. Machen wir hier nochmal. So. Ja, es ist ein ganz schöner Delay drin. Das ist ja heftig. Na gut. Lange Rede gar keinen Sinn. Wir wollten Kisten bauen. Das heißt, wir brauchen dich. Was? Ich habe keine Blätter. Wieso habe ich keine Blätter? Gut, dann müssen wir mal ganz kurz hier ein paar Bäume abbauen. Ich sage mal, das passt sogar relativ gut. Dann machen wir das Ganze mal so hier. Ungefähr. Sollte erstmal genug Holz sein. Blätter meine ich doch. Dann können wir nämlich euch hier reinschmeißen und dann geht's ab. Wie Schmitzkatze. Was?
dachte gerade schon, die sind nicht brennbar. Das wäre Katastrophe gewesen. Okay. So, dann haben wir schon mal. Wie viel Stahl brauchen wir noch mal für eine Kiste? Oh, wir sind da verhungern. Oh, wir sind da verhungern. Na super. Da, fuck off. Wir haben Home gesetzt, ne? Ach, man behält sogar seine Sachen. Ist ja langweilig. Egal. So. Wir haben immer noch 0 von 20 Leben. Interessant. Ich bin ein Untoter. Was jetzt genau? So, du. So, dann brauchen wir. Was brauchen wir denn? Ach, diese Kack-Schlossgeschichte hier. Was ist das denn schon wieder? Och nö, ne? Hä? Oh, warte mal. Warte mal ganz kurz. Warte. Ah, okay, gut. Das heißt, wir brauchen einmal, da. Wir brauchen einmal so. Bitte gehen Sie weg. Hallo? Hallo? Danke. So, einmal. Boah, da hängt der hier. Ist ja hier. Was ja schlimm ist das? So. Genau, da haben wir zwei Stück. Ich glaube, das reicht erstmal. Oder machen wir gleich vier Doppelkisten? Wir machen mal gleich mal vier Doppelkisten. Dann haben wir eine für grobes Material und eine für nicht so grobes Material. Was? So, dann brauchen wir Holz. Wir brauchen vier Kisten, also brauchen wir 16 mal, nee, 32 mal Holz. Hallo? Ah, danke. So. Und jetzt kommt ihr nach da. Das ging relativ easy. Okay. Ich stelle euch erstmal. Ja, einmal hier so. Achso. Ah, sehr geil. Large Chest wird unterstützt. Dort ist ja awesome. Und die andere Doppelkiste packe ich erstmal, ja, hier so hin, keine Ahnung. Irgendwo, wo es halt nicht stört. So, da kommt hier das ganze Geröffel rein, so wie das ganze Gedings hier. Alles, was Kinder so braucht. Und hier kommt das ganze Fett und volle Zeug rein. Sprich, die ganzen Mineralien. Sakura! Ja. So. Danke. Beziehungsweise eigentlich kann davon gleich so ein Stack wieder in den Ofen. Sehr geil. So. Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So. Sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, Alter, so viel Mese haben wir direkt am Anfang. Das ist geil. Okay, jetzt müssen wir überlegen, wie wir das Haus am besten bauen. Vor allem aus welchem Material. Wir haben zwar hier massig Sakura-Holz, aber ich persönlich finde das Holz relativ scheiße. Also vom Aussehen her hässlich. Das heißt, wir gucken uns mal ein bisschen nach anderen Baumarten hier um. Was war das gerade? Oh, ein Koala-Bär. Oh, ist der süß. Konnichiwa.
Handkantenverkloppung. Ich hänge. Sehr nice. So. Oh, Bambus. Guck mal nach einer anderen Holzart. Holz, Holz, Holz. Wir müssen hier aus diesem Sakura-Wald raus. Da ist auch wieder nur Bambus. Lalalala. Tja, zum Glück gibt es hier Fast. So. Eine Blume, die deinen Namen trägt. Und schon hört er wieder auf zu laden. Aha, das sieht doch schon besser aus. So, hier haben wir, genau, hier haben wir ganz normales Holz. Dann klaue ich mal hiervon noch ein bisschen was. Komm raus. Da. Ah, jetzt kommt endlich dieses Woodcutting Active. Habe ich schon gewundert, wo diese Meldung bleibt. Ist mir sowieso schon aufgefallen, das hat, glaube ich, mit der Mitis Version 5.2 angefangen, dass viele Sachen asynchron sind. Dass man das Gefühl hat, das Gefühl hat, dass manche Sachen mehr hängen als andere Sachen, ne? Das heißt, früher bei Mantis war es ja so, wenn irgendwas gehangen hat, hat alles gehangen. Und mittlerweile ist es so, dass wenn das Abbauen zum Beispiel relativ schnell geht. Was? Hä, warum krieg ich Schaden? Was passiert da gerade? Wie viel kriege ich gerade Schaden? Sättigung ist auch noch auf 7. Werde ich hier gerade angegriffen? Hilfe, was passiert hier gerade? Ich habe gerade keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ist das normal, dass wir gerade Schaden bekommen? Warte mal ganz kurz, ich gehe mal kurz nach Hause hier. Irgendwas läuft gerade schief. Irgendwas läuft gerade ganz gewaltig schief. Sehr suspekt das Ganze. Sehr, sehr suspekt das Ganze. Okay. Ich bin scheinbar am Verhungern. Ach, dann war ich die ganze Zeit schon am Verhungern. Das kann natürlich sein. Das ist das, was ich meine, ne? Das Abbauen geht ratzfatz. Auch auf den Befehl, ne? Auf diesen Home-Befehl hat er sofort reagiert. Aber die Balken unten, also hier Sättigung und Leben, die haben hinterhergehangen. Und das ist genau das, was ich meine, dass manche Sachen mehr hinterherhängen als andere Sachen. Das heißt, es muss da verschiedene Threads geben, die halt unabhängig voneinander agieren. Und das ist, wie gesagt, ganz extrem seit Mantis Version 5.2 so. Weswegen zum Beispiel auch die Kisten relativ gut funktionieren, selbst wenn das Spiel an sich hinterherhängt.
Das kann ab und zu schon echt für Verwirrung sorgen. So, egal, wir haben jetzt ganz viel Holz. Das heißt, wir können jetzt anfangen, unser Haus zu bauen. Na gut, 73 Holz ist jetzt nicht ganz viel, aber wir haben ja zum Glück auch Saplings. Das heißt, wir werden direkt hier mal irgendwie ein paar Bäume pflanzen. Wir müssten eigentlich auch direkt unsere Gegend mal hier schützen, ne? Was mache ich hier gerade? Die so eng aneinander zu bauen, ist relativ dumm. Machen wir es so hier. So einer dahin, einer dahin. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. So. Gibt es hier eigentlich so eine Super Samplings? Ja, Quatsch. So. Hervorst-Dschungelbaum. Holz. Aha. Big Tree Sapling. Sehr nice. Dann probieren wir das doch mal. Mach gleich mal alles hier. So, dann machen wir davon mal. Ja, 10 Stück klingt gut. Mal gucken, wie die Dinger aussehen. Dann nehmen wir mal. Was? Wobei ich jetzt nicht weiß, wie groß die Dinger werden. Ich pflanze davon erstmal nur ein paar. So, um zu gucken, wie groß die Dinger werden. Und die restlichen schmeiße ich erstmal hier rein. So. Ist natürlich auch noch scheiß dunkel. Nur ich bin on. Das heißt, wir könnten uns ein Bett bauen und damit die Nacht überspringen. Das Problem ist, dafür brauchen wir erstmal wahrscheinlich Wolle. Ja, und ich weiß nicht, wie wir an Wolle rankommen. So auf die Schnelle. Wollkarton haben wir leider keinen. Jetzt können wir natürlich mal gucken, ob am Spawn irgendwo jemand so ein Zeug angebaut hat. Und das rein zufällig vergessen hat zu schützen und wir uns das Zeug einfach mal klauen können. Mal gucken. Ich bin so dumm zum Laufen hier. Was ist denn los? Hier war doch vorhin irgendwo so eine kleine Siedlung, oder? Nicht reinfallen. Nicht reinfallen. Alter. Scheiße dunkel hier. Boah, Alter. Diese ganzen Schlachlöcher hier. Was ist denn los? Aha. Ah, sieht doch gut aus. So, ist hier irgendwo Coton? Ist hier irgendwo Coton? Nein. Vor allem ist hier alles geschützt. Schade. Und ja, wenn ich einen ungeschützten Bereich finde, werde ich natürlich das ganze Zeug zwar abbauen, aber natürlich auch wieder hinpflanzen. Ja? Also ich werde jetzt hier nichts irgendwie zerstören oder sowas. Ah, hier sieht es doch gut aus. Was ist hier? Gar nichts. So, hier am Strand. Ist hier irgendwo was? Achso, hier ist der Laden. Alter. Tja, so Fahrtprivileg zu haben, ist schon geil.
Ah, ich freue mich schon, wenn ich endlich Glasfaser habe. Ah. Ah, nee, ist geschützt. Ach, Roland, genau so hieß der Typ. Der hat mich vorhin gefragt, ob ich nicht hier Let's Play machen kann auf dem Server. Stimmt ja, so hieß der. Ah, ja. Roland, du Arsch, warum hast du deine Sachen hier geschützt? Ich wollte dir was abbauen. Du bist so unfair. Protected by Roland. Och Mann, no, ich hasse dich. Gibt's hier nicht irgendwas Ungeschütztes? Ich will doch bloß ein bisschen Wolle haben. Ich wollte doch nur Wolle. So, gucken wir mal hier Richtung. Was ist hier? Auch geschützt. Ach, scheiße. Ah, wobei, da kurz. Vielleicht hängt der hier einfach nur hinterher. Nee, doch, ist geschützt. Scheiße. Spamming, Diebstahl, Hacker-Clients etc. sind hier unerwünscht. Ich klau doch nicht, nein. Achso, apropos Hacker-Client. Witzige Geschichte. Ich habe mir vor kurzem selber einen Hacker-Client erstellt. Jetzt nicht, weil ich unbedingt vorhabe, damit zu hacken, sondern weil ich habe nachgedacht. Ja? So, ich habe einfach mal so ein bisschen nachgedacht, wie so mein Test funktioniert. Und dabei ist mir aufgefallen, wie leicht man eigentlich mein Test hacken kann. Und da wollte ich mal gucken, wie einfach das ist und habe gemerkt, es ist super einfach. Ha? Man braucht im gesamten Quellcode braucht man nur eine einzige Zeile ändern. Und schon kann man fliegen, no-clippen und durch die Erde durchgehen, also hier, Quatsch. Also fliegen, no-clippen und sich schnell bewegen, ohne die Privilegien dafür zu haben. Und das Ganze wollte ich dann nochmal probieren. Und habe das natürlich hier, weil ich in dem Moment dann, ich weiß nicht warum, aber ich war dann hier auf dem Server und habe es dann auch hier probiert und habe natürlich auch Sören gewarnt. Ne, also ich hab ihr natürlich gesagt, hallo Sören, ich habe hier so einen gehackten Client, ich will da mal was ausprobieren, aber keine Angst, ich werde hier nichts anrichten oder ähnliches. Ich will einfach nur probieren. Und ja, das fand sie dann aber irgendwie doch nicht so schön. Das klingt so bescheuert. Das fand sie dann irgendwie nicht so schön und hat mir dann alle Privilegien genommen. Das Problem war nur, erstens, ich konnte die Sache natürlich weiterhin machen, weil, wie gesagt, ich kann die Sache ja machen, ohne die Privilegien dafür zu haben. Vor allen Dingen hat sie mir auch alle Privilegien genommen. Das heißt, ich konnte auch nicht mal mehr chatten, weil sie mir auch diesen Shout-Privileg genommen hat. Lange Rede, gar keinen Sinn. Auf jeden Fall hat sie mir quasi alle Privilegien genommen, weil ich einen gehackten Client hatte. Obwohl ich das extra mit ihr vorher abgesprochen hatte, dass ich nur kurz testen möchte. Und ja, mittlerweile habe ich die Privilegien alle wieder, aber war schon ein bisschen witzig. War schon schön, war schon schön. Grüße gehen raus, by the way. Ich bin ja auch nicht böse. Also, ne? Ich meine, damit hätte ich rechnen müssen, dass das Ganze nicht so eine clevere Idee ist. Ja. Aber wie gesagt, mittlerweile hab ich die Privilegien wieder. Also es ging dabei um mein Worker-Konto, ne? Das habe ich dafür genutzt. Achso, und bevor jemand fragt, nein, ich werde nicht zeigen, welche Zeile ich meine und wie man die verändert und sowas alles. Wenn das mal ein Mitarbeiter, Quatsch, Mitarbeiter, wenn das mal ein Admin, also ein Core-Dev von Mindtest wissen möchte, kann er mich anschreiben. Wenn ich den Namen kenne und weiß, dass er ein Core Dev ist, werde ich das demjenigen auch sagen, damit man das vielleicht, weiß nicht, fixen kann, wobei ich nicht glaube, dass es das so einfach geht. Wobei ich ganz ehrlich denke, die Core Devs wissen, wie das geht, weil es ist relativ offensichtlich. Nirgendwo ist hier Wolle, das gibt es doch gar nicht. Es ist relativ offensichtlich. Trotzdem werde ich das natürlich nicht so sagen, damit nicht irgendwelche Trittbrettfahrer hier direkt ankommen mit gehackten Clients.
Ist nicht der Sinn der Sache. Und ich bin jetzt gerade hier gefahren, kann das sein? Och, leck mich doch. Ist ja jetzt nicht euer Ernst. Hilfe! Ach, leck mich doch am. Ach, siehst du? Für die Wissenschaft. Es tut mir so leid. Ich werde es auch niemandem sagen. Ach, was ein schöner Tag. Ich bin ein ganz braver Spieler. Kann am Ende machen hier, was ist los? Nichts passiert. Ja, das ist genau das, was ich gerade meinte. Und wie ihr gesehen habt, und hat man auch gesehen, ich hatte weder das Fliegenprivileg noch das No-Clip-Privileg und konnte trotzdem einfach fliegen und bin dabei auch durch die Wand geflogen. Das heißt, ich konnte beides machen, obwohl ich die Privilegien dafür nicht hatte. Ja. Also man merkt schon, relativ blöd. Und für alle, die gerade zuschauen, keine Angst, ich bin selber Serverbesitzer. Ich weiß also, wie blöd das ist. Und daher werde ich damit auch keinen Unsinn machen. Also, ne, wer da jetzt Panik schiebt. Nein, ich werde nicht jetzt anfangen, hier auf irgendwelchen Servern Shinto dazu treiben oder ähnliches. Ich habe das wirklich nur gemacht, um zu gucken, ob das wirklich so einfach ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Wo kriegen wir Wolle her? Ja, genau. Und ich werde damit, wie gesagt, keinen Mist bauen. Also. Wenn er jetzt Angst hat, irgendwie der. Alles gut, alles gut. Kann man. Ist das hier Wolle? Achso, hier ist geschützter Bereich. Kriegt man hier mit Wolle? Kriegt man. Ist das dieses Zeug? Nee, das ist Reis. Ach, Scheiße. Ich brauche Wolle, kein Reis. Ich will Wolle haben. Hallo. Gut, dann wollen wir einfach mal ein bisschen mal. Dann wandern wir einfach mal ein bisschen, wollte ich gerade sagen. Und gucken mal, wo wir Wolle herbekommen. Wolle war doch Dschungel, ne? Wobei, ist doch hier Dschungel. Ach, leck mich doch. Ah, guck mal. Ist hier geschützt? Ah, hier ist nicht geschützt. Ah, geil. Danke schön. Das Schöne ist, wenn wir jetzt hier alles abbauen und alles neu pflanzen, dann fällt es nicht auf. Dann denkt derjenige, der es hier angebaut hat, als wenn das Original so wäre. Hallo? Danke. Siehst du? Hier ist er auch noch. Siehst du? Ist alles völlig normal. Ja, das ist hier ab und zu so ein Ding bei meinem Test. Ich meine, kann jetzt sein, dass er das jetzt hier abgeerntet hat und er neu gepflanzt hat in dem Moment. Aber mir ist auch so aufgefallen bei meinem Test, dass teilweise so ist, dass bestimmte Flächen einfach nicht wachsen. Ist uns, glaube ich, auch schon mal im Let's Play aufgefallen. Bei meinem Creator-Server Let's Play, meine ich jetzt so. Ist ganz kurios. Egal. Egal.
Ja, wie gesagt, ist ganz kurios. Teilweise wächst, an bestimmten Stellen wächst es einfach nicht. Oder, also es wächst zwar schon, aber ultra langsam. Alles völlig normal. Das sah schon vorher so aus. Perfekt. So, jetzt haben wir genug. Tschüss. Es tut mir leid. Es tut mir leid, wirklich. Es schmerzt mir im Herzen. Nicht. Aber ich meine, ganz ehrlich. Wer seinen eigenen Bereich nicht schützt, selber schuld. Ich meine, ich war wenigstens noch so freundlich und habe die Sachen gleich wieder eingepflanzt. Ja? Das heißt, er hat an sich keinen Schaden bekommen dadurch. Ja? Also freundlicher kann man gar nicht sein. Muss man einfach mal so selbstreflektierend sagen. Ich war sehr, sehr höflich. So, genau, wir haben jetzt Wolle. Das heißt, mit der Wolle wollen wir mal was machen. Das da. Wir brauchen drei Stück. Oh, wir haben jetzt ganz schön viel Wolle. Ganz schön viel Wolle. Hä? Wieso haben wir keine Samen bekommen? Hab ich keine Samen? Habe ich die schon weggepackt? Hallo? 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 Wieso gehen die Kisten nicht auf? Hallo, Echo? Oh, okay, doch, sie gehen auf. Ach ja, okay, ich hab sie schon weggepackt. Dachte gerade schon. Können wir nämlich mal selbst ein bisschen Wolle anpflanzen. Vor allen Dingen können wir jetzt mit der überschüssigen Wolle, die wir jetzt noch haben, können wir nämlich Rucksäcke bauen. Das ist eine ganz geile Sache. Alter, der Server hängt aber gerade hinterher. Was ist denn hier los? Holy crap. So, wir brauchen dreimal Wolle. Haben wir. Jetzt brauchen wir noch dreimal Holz. Mache er hinne. So, dann machen wir mal. Ne, wir brauchen nur. Hier brauchen wir nur eins. Ist der langsam. Machen wir mal so hier. Beziehungsweise nein, wir machen erstmal so hier. Jetzt machen wir so hier. Und so hier. Ach, das war dumm. So. Und so. Und so. Was? Das geht nicht? Ah, okay. Sehr schön. So, jetzt haben wir nämlich ein schickes Bett. Ja. Mit dem normalen Bett gehen wir uns nämlich erst gar nicht ab. Wir haben ja Standards hier. Dachte gerade schon. So, und was wir als nächstes brauchen, sind ein paar Protektoren. Beziehungsweise erstmal eine Folgenpause. Man sieht sich dann wieder. Bis dann.